Hallo liebe Leute und herzlich willkommen nach einer sehr langen Zeit zu einer neuen Folge von Crazy Records. Heute werde ich euch zeigen, mit wem ich demnächst auf dem Video Day auftreten werde. Ein riesiger Applaus! Und es ist mir eine Freude, ihn anzukündigen. Hier ist er, der großartige Shorty von Applemore. Intro. Und der erste Rekord geht an Milan Rosskopf für die meisten jonglierten Bowlingkugeln. Er jonglierte nämlich drei Bowlingkugeln, die jeweils 4,53 Kilogramm schwer sind, über 28 Sekunden lang. Respekt! Der zweite Weltrekord, den wir heute für euch haben, geht an Bert. Und Bert ist das ranghöchste Kamel der Welt. Bert ist ein Reserve Deputy Sheriff des Los Angeles County Sheriff's Department und geht regelmäßig mit Nancy Fight auf Streife. Aha. Und jetzt willkommen zu den Gewalten der Natur. Das sibirische Dorf Oymyakon ist der kälteste bewohnte Ort der Welt. 1933 fielen die Temperaturen auf minus 68 Grad außerhalb der Antarktis. Der nächste Weltrekord, aufgepasst, ist der größte im Handel erhältliche Hamburger. Und dieser ist für ganze 3.865 Euro erhältlich. Also wenn ihr Hunger habt. In Juicy's Outlaw Grill in Cornwallis wird ein 352,44 Kilogramm schwerer Riesenburger serviert. Und dieser muss 48 Stunden vorher bestellt werden. Katsching! Der nächste Weltrekord geht an Atibar Echiev und ja, wie kann man sagen, ich glaube, der ist der Fettsack mit der größten Anziehungskraft, ne? Ja, vor allem. Er hält den Weltrekord für die meisten am Körper balancierten Löffel. 52 Stück gerade stehen. Er sagt, er schafft das dank seinem Schweiß. Wieso mache ich diese Sendung noch? Der nächste Weltrekord geht an den teuersten Legostein der Welt. Mit 4x2 cm ist er ziemlich klein, aber trotzdem ziemlich schwer, denn er besteht aus 14-karätigem Gold und ist für fast 10.000 Euro an einem anonymen Käufer weggegangen. 4x2 cm? Willst du etwa sagen, Tenz hat mir Scheiße verkauft? Verdammt, Tenz, ich bring dich um! Ah. Nächster Weltrekord, wir bewegen uns nun in der Welt von Twitter. Die meisten Twitter-Follower hat... Na, Justin Bieber wurde abgelöst. Katy Perry mit über 73 Millionen Followern. Justin Bieber ist mit 65 Millionen Followern auf der 2. Auf Platz 3, 4 und 5 sind Barack Obama, Taylor Swift und erst dann kommt YouTube. Twitter selber ist erst auf Platz 10. Denk mal über euer Konzept nach. Folgt ihr Twitter überhaupt? Ich glaube nicht, dass ich Twitter folge. Nein, Twitter. Wofür denn? Kommen wir nun zum nächsten Weltrekord und zwar ein Gaming-Weltrekord. Und zwar der höchste Sieg bei FIFA gegen einen Computer. Jacob Gaby gewann in Busche als FC Barcelona gegen den Computer als Fulham FC 189:0. Der nächste Weltrekord geht an einen jungen Mann, der eines Morgens aufwachte und sich dafür entschied, seine Zunge zu trainieren. Und das 6 Jahre lang. Thomas Blackthorne hat sich ein Loch in die Zunge machen lassen und hat 6 Jahre damit verbracht, diese Zunge zu trainieren. Und er hat es echt geschafft, 11 Kilo damit zu stemmen. Ja, Leute, wir haben am Anfang angekündigt, werdet ihr uns bald auf dem Videodays treffen können. Am Freitag werden wir zusammen mit Tommy und vielleicht noch jemand von Apple War, weiß nicht, ob noch jemand kommt, 2 Autogrammstunden geben und den Samstag werden wir beide gemeinsam mit Helden und Demo auftreten. An einer Idee, die seit Jahren tot ist und die man längst beerdigt hat. Ja, für mich geht da ein kleiner Wunsch in Erfüllung, weil ich endlich mal vor einem ganz großen Publikum auftreten darf. Und da bin ich dem Michael ganz dankbar für, dass er mir diese Chance ermöglicht. Und ich freue mich auf jeden einzelnen von euch und wer Bock hat. Ich sag das jetzt einfach, der darf gerne zu mir kommen und sich hypnotisieren lassen. Tatsächlich hypnotisieren. Ja, das könnt ihr tun und ansonsten hier geht's noch zu seinem Kanal, der macht auch Videos. Ja. Musik. Bis jetzt wird eh jeder abgeklinkt und geschalten haben, weil jetzt die Endcard kommt, aber... So, warte, wie machen die Leute immer? Schreibt jetzt Hashtag Fettmagnet in die Kommentare, wenn ihr noch dran seid. Und die anderen, die abgeschaltet haben, die werden sich wundern, warum das denn in den Kommentaren steht. Schau, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal.